One Billion Rising, Protest gegen Gewalt an Frauen. Unter dem Motto Wir tanzen weiter für Gleichheit und Gerechtigkeit hat am Mittwochnachmittag zum 6. Mal die weltweite Aktion One Billion Rising stattgefunden. Damit wird auf die Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht, die jede dritte Frau auf der Welt erlebt. Ebenso viele Frauen und Männer waren aufgerufen, weltweit dagegen zu protestieren. Auch Duisburg beteiligte sich an dem Tanzprotest. Wir machen das hier in Duisburg seit 6 Jahren. In vielen, vielen Ländern und Städten der ganzen Welt wird diese Veranstaltung durchgeführt mit dem gleichen Lied, der gleichen Choreografie. Und das ist ins Leben gerufen worden, um gegen die gesamte Gewalt auf der Erde, die an Frauen und Mädchen begangen wird, zu protestieren. Für die Aktion gibt es ein weltweites Lied und dazu eine Choreografie, der die Tanzenden leicht folgen können. Die Aktion soll weltweit 1 Milliarde Menschen zum Mitmachen bewegen. In Deutschland tanzen Menschen an rund 200 Orten. Auf der ganzen Welt beteiligen sich etwa 200 Länder. ThyssenKrupp, Stahlgeschäft läuft wieder besser. Für Duisburgs größten Arbeitgeber Thyssen laufen die Stahlgeschäfte wieder besser. Der Konzern hat zum Start ins Jahr wieder mehr verdient. Unterm Strich blieben 70 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr. Thyssen profitiert dabei vor allem von den höheren Stahlpreisen. Bei ThyssenKrupp in Duisburg arbeiten etwa 14.000 Stahlarbeiter. Polizeibehörden können die ersten 500 zusätzlichen Beschäftigten einstellen. Durch jährlich 500 zusätzliche Regierungsbeschäftigte im Polizeidienst sollen die nordrhein-westfälischen Polizistinnen und Polizisten künftig effektiv von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. Das hatte die neue Landesregierung nach der Wahl als eines ihrer ersten Projekte angekündigt. Jetzt sind die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass die ersten 500 zusätzlichen Stellen für Regierungsbeschäftigte im Polizeidienst komplett besetzt werden können. Mit einem Erlass des Innenministeriums bekommen die 47 Polizeibehörden im Land die dafür erforderlichen Einstellungsermächtigungen. Lohnlücke. Männer verdienen mehr als Frauen. Männer verdienen auch in Duisburg im Schnitt mehr als Frauen. Im Ruhrgebiet sind die Gehaltsabstände aber deutlich niedriger als anderswo. In Duisburg klafft laut einer aktuellen Studie eine Frauenlohnlücke von 14%. Das macht einen Unterschied von rund 500 Euro aus. In unserer Nachbarstadt Düsseldorf ist der Lohnunterschied höher. Dort beträgt die Differenz fast 20%. Erneute Unterschriftenaktion für die Kölvebrücke. Aufgrund des großen Zuspruchs werden am Donnerstag, den 15. Februar, am Rumelner Markt in der Zeit von 10 bis 12 Uhr erneut Unterschriftenlisten ausgelegt. Bereits am vergangenen Donnerstag sammelte der SPD-Ortsverein Rumeln-Kaldenhausen Unterschriften für den Bau einer Behelfsbrücke, die den Verkehrsweg wiederherstellen soll. Unterstützt wird die Aktionsgemeinschaft Kölvebrücke von Astrid Hanske. Laut der Bezirksbürgermeisterin müsse eine kurzfristige Lösung her. Auf den Neubau könne nicht gewartet werden. Commerz Direct Service GmbH erhält Auszeichnung für familienfreundliche Unternehmensstruktur. Am Mittwochvormittag wurde das Dienstleistungsunternehmen Commerz Direct Service GmbH vom Unternehmerverband für seine besonders familienfreundliche Unternehmensstruktur ausgezeichnet. Überreicht wurde die Auszeichnung von Oberbürgermeister Sören Link. Für die Commerz Direct Service GmbH eine große Ehre. Wir haben uns vor einem guten Jahr damit beschäftigt und haben gesagt, was sind das für eine Auszeichnung, ein Bündnis für Familie hier von der Stadt, und haben gesagt, das ist doch etwas, was auf uns trifft. Und wir haben uns die Anforderungen angeguckt und haben gesagt, was sind das für Anforderungen, ist das für uns eigentlich selbstverständlich. Und haben uns beworben und haben dann anscheinend auch gut überzeugt. Von daher können wir hier heute den Preis entgegennehmen. Ja, sehen das natürlich als Dank für unsere Bemühungen, die wir hier tagtäglich machen, sehen das aber auch als Aufforderung, da nicht irgendwie Stopp zu halten, sondern auch nach vorne zu gehen. Ja, und immer wieder neue Dinge zu entwickeln, die es uns ermöglichen, Familie und Beruf zu vereinen. Die Wahl zum familienfreundlichen Unternehmen ist auf die Commerz Direct Service GmbH gefallen, da das Unternehmen durch die hohe Arbeitsplatzsicherheit, die unbefristete Anstellung der Mitarbeiter und den hohen Anteil an Frauen in Führungspositionen auf sich aufmerksam gemacht hat.
MSV Derby. Vorverkauf startet am Donnerstag. Der MSV Duisburg startet am Donnerstag, den 15. Februar, den Vorverkauf für sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Das Derby wird am Sonntag, den 11. März um 13.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen Arena angepfiffen. Tickets gibt es ab Donnerstag in den beiden Zebra-Shops in der Schauinsland-Reisen Arena und in der City in der Königstraße 2 sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen. Einen Online-Verkauf von Eintrittskarten gibt es nicht. In Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden erhält Fortuna Düsseldorf rund 5.100 Tickets für den Bereich Südkurve Unter- und Oberrang. Der MSV weist ausdrücklich darauf hin, dass Besucher, die als Anhänger der Gastmannschaft erkennbar sind, in allen übrigen Zuschauerbereichen aus sicherheitstechnischen Gründen am Spieltag keinen Zugang erhalten. Sonnig und klar mit Temperaturen bis zu 7 Grad. So schön zeigte sich heute das Wetter in Duisburg. Morgen verabschiedet sich die Sonne dann erstmal wieder, Wolken bedecken den Himmel und es wird nasskalt. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 2 und 7 Grad. Pünktlich zum Start ins Wochenende kommt die Sonne dann aber wieder zurück. Der Himmel zeigt sich wolkenlos und die Werte erreichen bis zu 8 Grad. Am Samstag ganz ähnlich. Bei Temperaturen um die 9 Grad bleibt es sonnig. Nur selten sind Wolken am Himmel. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Achtung Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Auch morgen wird in Duisburg wieder geblitzt. Radarmessstellen stehen unter anderem auf der Musfeldstraße im Dellviertel und auf der Obermarxdorfer Straße in Neumühl. Außerdem behindern Baustellen die freie Fahrt. Auf der Königstraße in der Stadtmitte haben heute Straßenbauarbeiten zur Erneuerung der Oberflächenbefestigung begonnen. Hier werden abschnittsweise die alten Natursteinplatten der Fahrgassen gegen neues Pflaster ausgetauscht. Der erste Abschnitt geht vom Averdungplatz bis zum König-Heinrich-Platz. Dadurch kommt es in der nächsten Zeit zu kleineren Einschränkungen. Die Straßenbaumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende März andauern. Und eine weitere Baustelle gibt es ab heute auf der Straße am Finkenacker-Osterroder Straße in Ungelsheim. Im Rahmen von Straßenbauarbeiten wird hier eine lärmmindernde Fahrbahn verbaut. Auch werden die Gehwege an Querungsstellen barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres an. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.